selbst geschnitzt, Outdoor-Sachen zum selber machen. Wenn dich interessiert, was dieses Buch kann, dann bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der Rainer Ross vom Survival Shop. Problemsgut, schön, dass du dabei bist. Da ist es nun, dieses Buch, und das hat geschrieben der Rocco und der Thomas. Und besonders den Rocco, ja, den kenne ich von YouTube. Der hat einen eigenen YouTube-Kanal und da macht er die ersten Dinge, nämlich primitive Technologie, schnitzen, ausprobieren, Sachen machen mit wenig Ausrüstung. Und das schätze ich an dem Rocco sehr. Und daher, ja, war ich auch ganz glücklich, dieses Buch hier in Händen zu halten. Denn das hier ist sein erstes eigenes Buch, wenn man das so sagen kann. Ich glaube, er hat ja mitgeschrieben beim Waldhandwerk, wo der Sepp Fischer der Herausgeber war, aber sei es drum. In diesem Buch, das ist ein Praxisbuch, geht es um Sachen, die du selber schnitzen kannst für die Outdoor-Küche. Und da geht er wirklich sehr ins Detail und geht auch, wenn ich das so sagen darf, ein bisschen rundherum. Also du magst dann nicht nur deine Gabel und den Löffel und die Schüssel, was wir eh schon kennen, sondern viele andere kleine Helfer, die den Unterschied machen. Es ist wirklich sehr gut gemacht und ich habe mir am Anfang auch gedacht, naja, was wird man denn da lernen? Das wird ja eh nur das wieder aufgewärmte sein, was man eh schon 100 Mal auf YouTube gesehen hat. Und da kann ich gleich dazu sagen, nein. Sondern wirklich schöne neue Dinge, wo du in das Thema Bushcraft, Survival, Wildnisleben mit reingehen kannst, wo er seine Erfahrungen mit dir teilt. Zum Beispiel allein das Dreibein, ja. Okay, da kann man jetzt sagen, das brauche ich nicht. Na, dann halt nicht, aber es ist einfach wieder eine neue Idee und da muss man auch was dazu sagen, jetzt unabhängig davon, dass das ein tolles Buch ist mit schönen Bildern. Selbst wenn ich dieses Dreibein, das ich da jetzt gezeigt habe, nicht direkt brauchen kann, ja, dann habe ich vielleicht ein anderes Projekt, wo ich genau diese Lösung für etwas anderes verwenden kann. Also solche Bücher helfen dir trotz alledem immer weiter, deinen Horizont zu erweitern und das ist einfach klasse. Deswegen liebe ich Bücher, so wie auch dieses hier. Also zeigt dir mit, hier zum Beispiel, ich habe jetzt irgendwas aufgeschlagen, wie man mit Weiden etwas flechten kann, dass man zum Beispiel sein Steak oder ich kenne das vom Fisch, von Lachs zum Beispiel oder da ein Hoboofen, eine Dosenpfanne und da hat er eine Wurzel anscheinend gefunden und das so verwendet gleich als Gabel. Wirklich sehr, sehr schön gemacht. Rundherum auch ein bisschen wissen, wie man mit Wurzelschnüren arbeiten kann, wann da die beste Zeit ist, die zu ernten. Das ist nämlich auch nicht so, da sagt man ja, Wurzelschnur, geh halt raus und hol mal Fichtenschnur. Ja, die funktioniert nur leider nicht immer ganz so toll, wie man sich das denkt. Also ich finde es einfach wirklich, 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 wirklich schön gemacht. Auch ein bisschen Schnitztechniken und was mir sehr gut gefällt, Rocco und Thomas, das habt ihr wirklich sehr schön gemacht. Was mir nämlich taugt ist, dass ihr auch ein bisschen auf die Bäume eingeht. Viele Bushcrafter schnitzen und tun irgendwas und das ist eh schön. Aber wenn ich dann frage, du, was ist denn das für Holz, was du gerade schnitzt? Und das wäre einfach schön, wenn man auch da ein bisschen einen Bezug hat, weil da kommen dann viele andere Informationen auch, wenn ich weiß, dass das zum Beispiel, ich weiß nicht, der Hainbuche ist und mein Messer die ganze Zeit stumpf wird, aber ich dann weiß, dass das ein Birkengewächs ist und dass ich genau mit dieser Stauden oder mit diesem Baum im Frühjahr Saft ernten kann, dann ist das eine schöne Sache. Und das bringt dir damit rein, nämlich, dass man auch einen Bezug zu dem hat, was man hier hinten dann verarbeitet. Wirklich sehr, sehr schön. Ich mag dir da unten den Link geben zu diesem Buch. Ich kann es dir wirklich ans Herz legen, 100%ig empfehlen, wenn du ein Bücherwurm bist, so wie ich, dann wirst du damit deine Freude haben. Wie gesagt, den Link zu dem Produkt findest du unten. Ja, das war's ganz einfach. Eine Sache vielleicht noch. Ich bin ja selber auch Buch-Outdoor, ja, und daher weiß ich, dass das viel Arbeit ist. Und viele sagen dann, naja, der Preis ist so hoch, man schaust dir an, das kostet eh nicht so viel. Das ist ein klassisches Buch, klassischer Buchpreis, ja. Aber das kostet alles so viel und die Dinge. Aber wie viel Arbeit da drinnen steckt, den Text, die Fotos und auch das, was davor alles gelaufen ist, damit ich überhaupt auf die Idee komme, das hier zu tun, das kann man einfach mit den paar Euro, die das kostet, jetzt ernsthaft, ja, einfach, das kann man eigentlich gar nicht damit abdecken. Ja? So, das sage ich jetzt als Autor und daher auch hier in dem Zusammenhang ist es auf jeden Fall wert. Link zum Produkt findest du unten, aber wenn du das erste Mal hier bist, ein paar andere Videos zum Anschauen. Danke fürs Dabeisein. Rocco und Thomas, viel Spaß mit euren Projekten und vielleicht gibt es ja auch ein neues Buch in naher Zukunft, da würde ich mich freuen. Dein Rainer Rossmann, danke fürs Dabeisein. Bis bald, ciao.